Ja, liebe Leute, letztmalig habe ich mir vorgenommen, werde ich auf so Angriffe von diversen Leuten, die meinen Namen irgendwie in den Schmutz ziehen wollen, eingehen und einfach mal ein bisschen filmen, dass Battle sozusagen ist. Ich soll einen freien, vermutlich glücklichen Straßenhund filmen in Ostrumänien. Hier wäre einer, jetzt könnte man natürlich sagen, ja, woher weiß ich, dass der glücklich ist, kann ich auch nicht sagen. Aber er macht jetzt keinen Eindruck von einem Hund, der es irgendwie mordschlecht hat. Und jetzt kommt mal bitte mit. Jetzt gehen wir hier über die Straße drüber. Schaffen wir das noch? Nein. Und jetzt können wir da hinten schon 1, 2, 3, 4 Hunde sehen, die keinen verstörten, schüchternen oder gar kranken Eindruck machen. Das sind Hunde, die man in ganz Rumänien findet. Und was die Leute eben nicht wissen ist, dass ich auch zusammen mit Mike schon seit Jahren in ganz Rumänien unterwegs bin. Also in ganz Rumänien. Wir haben uns gestern noch drüber unterhalten. Und wir möchten auch nicht den Tierschutz schlecht dastehen lassen, gar nicht. Wir halten sehr viel vom gut gemachten Tierschutz. Wir halten aber nichts davon, wenn Hunde wahllos von den Straßen geholt werden und wahllos quasi dann in Deutschland vermittelt werden. Und jetzt, wenn man mal schaut, das sind hier phänotypisch sehr wahrscheinlich sogar eine Familie oder verwandte Tiere. Außer der hier vielleicht, aber kann man auch nicht sagen. Jetzt guck mal, ich bin hier sehr nahe dran. Macht es jetzt den Eindruck, als ob diese Tiere sehr scheu sind, gejagt sind oder getreten werden. Wenn diese Hunde im Prinzip getreten werden würden, würden die nicht liegen bleiben, wenn ich hier komme. Die wirken sehr entspannt und ich kann hier hinlaufen und laufe jetzt auch mal einfach um sie herum, um das zu demonstrieren und dann könnt ihr einfach mal sehen, dass im Prinzip hier kein Hund um sein Leben bangen muss. Das Einzige, was passieren könnte, wäre, jetzt gucke ich mal, na, vielleicht kommt er, dass sie vielleicht mal bellen. Aber guckt mal, das ist jetzt ein Hund, der sogar sehr demütig herkommt, sich die Sonne auf den Pelz scheinen lässt und sich sogar streicheln lässt. Und ich würde jetzt sagen, eigentlich haben wir das Battle schon gewonnen. Aber wir werden noch weiterfahren nach Ostrumänien. Also wir sind in Ostrumänien, wir haben aber noch ein bisschen Fahrt zu der einen besagten Stadt, wo es ja geheißen hat, wenn ich da nur einen glücklichen Hund treffen würde, hätten wir einen Jackpot. Jetzt kann man noch mal schauen, am Auto hinten, am Mülleimer, neben dem Fahrzeug von mir, hier die Hunde. Ich glaube, wir haben schon bewiesen, dass es hier sehr freie und sehr ausgeglichene Hunde gibt. Und guckt mal, da ist gar nichts. Kein Hund zuckt, kein Hund macht irgendwas. Ja, und nochmal, nicht falsch verstehen. Wir halten sehr viel vom gut gemachten Auslandstierschutz. Es wurde sehr viel erreicht in den Ländern. Wir bestreiten keine Tötungen, wir bestreiten keine Vergiftungen. Aber es ist ein falsches Bild, wenn man einfach so nach außen suggeriert, nur weil man spenden will und Spendengelder will, dass hier alle Hunde verfolgt, gequält, verbrannt, was weiß ich was werden. Das stimmt einfach nicht. Und die besten Indikatoren dafür sind eben Hunde, die da einfach nur rumliegen und entspannt wirken. Also, ob sie glücklich sind, können wir natürlich nicht wissen, aber sie machen keinen gejagten oder sonstigen, ja, gequälten Eindruck. Jetzt kann man vielleicht eindrücklich auch sehen, wie so ein Hund die Straße überquert. Der ist natürlich auch gefährlich, aber die Hunde lernen, in ihrem Leben auch zu gucken, ohne einen Menschen über die Straße zu kommen. Und das ist eine sehr befahrene Straße hier. Na, wir können ja auch mal rübergehen, langsam. Weil wir müssen noch weiterfahren. So, jetzt schaut der Hund und hat für sich gesehen, da kommt kein Fahrzeug und überquert die Straße. Na gut, also bitte nicht falsch verstehen, liebe Leute, liebe Tierschützer, es geht nicht gegen euch. Oh, der hat sogar das Auto gejagt. Und der Hund, achso, das Battle hieß ja noch, wenn ein Hund älter als 3 Jahre ist. Wenn man den ja mal anguckt, der ist sehr grauschneuzig schon, wirkt also sehr, sehr alt. Vielleicht das noch mitnehmen. Dann sieht man hier im Prinzip schon ein bisschen ein älteres Tier. Ja, jetzt hoffentlich erschrickt er nicht. Oh, ja, na gut. Oh, aber lahmen tut er. Das gibt es schon immer wieder, aber Komfortverhalten erstreckt sich jetzt. Hier sind eben viele Dornen und
Gestrüpp auch. Oh, schaut mal, jetzt sind sie territorial. Also mir kommt es eher so vor, dass sie die Menschen jagen und nicht umgekehrt. Nein, das hat auch einen besonderen Grund, aber da gehen wir jetzt nicht darauf ein, warum Hunde auch gerne mal Autos jagen. Ah, da ist ein Welpen. Oder Katze? Welpen. Oh, wir haben Welpen entdeckt. Auch interessant. Krass. Oh, ist das süß. Ja. Und hier jetzt Welpen. Hallo. Ach, sind die putzig. Und dann ist es da hinten die Mama, die uns angebettelt hat. Ja. Und auch die, natürlich gibt's Hunde, die überfahren werden. Das ist natürlich auch nicht schön. Also so Welpen können auch sterben. Das ist, die Welpensterblichkeit ist leider relativ hoch, aber nicht so hoch wie in den Tierheimen. Das ist tatsächlich so, haben mir wirklich Tierschützer aus Rumänien, aus Bulgarien so bestätigt. Und wenn ihr mal guckt, hier zum Beispiel, das ist so, der hat irgendwas hier am Rücken, ist schon älter, der Hund. Sieht älter aus, also kann alles Mögliche sein, aber ist jetzt nicht vom Menschen gemacht, dieses Leid. Ja, ganz toll, aber wir schauen jetzt mal, ob sie nicht so locken, sonst gehen sie uns nach. Ja, dann macht's mal gut, ihr Kleinen. Und das ist übrigens die Falle, wo oft Menschen drauf reinfallen. Und die denken dann, die Welpen sind ausgesetzt. Die Mutter ist auf Nahrungssuche und da hinten, hinter meinem Bus, liegt die Mutter. Das ist die Mutter. Da gehen wir jetzt auch mal gleich hin, dann könnt ihr das sehen. Ich hatte gedacht, sie ist vielleicht erst noch tragend. Das ist natürlich das andere Nachteil, also dass die Tiere sich vermehren. Aber es ist nicht so, dass die Menschen im Prinzip ständig Hunde hier jagen, quälen oder sonst was. Und richtige Tötungen von Hunden, die gibt's, ja. Aber das ist dann so, dass die Bevölkerung in der Regel Zettel kriegt, so war es jedenfalls in Bulgarien, dass sie ihre Hunde einsperren sollen oder markieren sollen. Und dann werden die Tiere leider erschossen von den Fahrzeugen aus. Und sowas ist sehr selten, gibt es aber. Und natürlich gibt es dann die grausamen Tierheimsituationen, wo man dann die Tiere sieht, wie sie in den Tierheimen leiden. Und jetzt, wenn man schaut, guck mal. Warte mal, ich schau mal, ob ich ihr noch was gebe. Haben wir noch was zu essen? Ja, ja. Genau, Moment. Jetzt werde ich euch gleich zeigen, indem ich die Hündin füttere mit Wurst. Muss ich aber dafür aufstehen. Komm. Oh, die hat aber dramatisch Hunger. Ah, jetzt sieht man es, dass das quasi das Gesäuge, dass sie die Mama ist. Okay, liebe Leute. Mein Name ist Gerd Schuster, ich bin nicht gegen Auslandstierschutz, ich streite das nicht ab, dass es auch unschöne Szenarien gibt. Ich will euch nur zeigen, dass es falsch ist zu behaupten, dass jeder Hund hier Verfolgung leidet oder Qual oder sonst was. Hinter der Kamera ist der Mike, sag mal hi hi. Servus.